Vlog von uns, wie immer oder wie es öftere, aus dem Auto heraus. Wir fahren jetzt nach Salzgitter, beziehungsweise fahren wir erstmal nach Tegel, holen den Sven ab. Und ihr werdet mich bei, oder uns bei der ganzen Aktion begleiten. Hallo, wir sind jetzt im Hotel. Hallo. Perfekt abgestimmt, Anne. Eigentlich wollte ich sagen, ich mache jetzt zum ersten Mal das, was ich immer mache, aber man sieht, ich habe es schon gemacht. Du willst jetzt aber nicht auf meine Betthälfte machen. Nein! Oh Gott. Ja, also ab ins Bett! Komm! Oh Mann, Henning. Komm jetzt! Alter. Morgen. Morgen. Guck mal, ich bin spät auf und sehe so aus. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken, oder? Ich bin aber kein Typ, der frühstückt. Vor 2 Jahren wolltest du unbedingt frühstücken immer. Da warst du süchtig nach Frühstücken. Ja. Du hast immer Bauchschmerzen bekommen. Dann wurde mir schlecht, wenn ich nach einer halben Stunde gleich gefrühstückt habe. Also, ich würde sagen, ihn jetzt erstmal frühstücken. Lecker. Erstmal einen Kakao trinken, einen Kaffee, einen Orangensaft. Und dann ist sie wieder dran. Ditte. Schade, dass ich das nicht drauf hatte, gerade die Monsterrolle. Mann, ey. Anne, bist du soweit? Wir sind schon wieder zu spät. Ehrlich? Ja, schon wieder nach 10. 10 Uhr war Treffpunkt. Das ist die Moderatorin vom heutigen Abend, ja? Guten Tag. Heutigen Abend? Ja, heutigen Tag. Ich schlafe einfach. Ja, ich schlafe noch. So. Oh, Anne, ey, komm. Stell dich nicht so an. Ist das schlimm, wenn die offen bleibt? Wir müssen euch jetzt erstmal erklären, warum wir überhaupt hier sind. Und zwar der Ralf Richter hat uns nämlich vor einem halben Jahr angeschrieben und hat gefragt, ob wir bei einer ganz, ganz tollen Aktion mitmachen wollen. Und zwar geht es nämlich darum, Obdachlosen und bedürftigen Menschen zu helfen. Es ist Weihnachten, ist ja so das Fest der Liebe, aber nicht jeder kann sich das alles leisten. Und es gibt viele Menschen, für die gibt es einfach schon gar kein Weihnachten mehr. Und dafür ist dieser Tag heute, die können hierher kommen, bekommen eine leckere warme Gänsekeule, ich glaube mit Rotkohl und Klößen sogar, ne? Die können sich die Haare machen, es ist hier ein Optiker, es ist hier glaube ich sogar ein Arzt. Wie heißt die Friseure? Barber Angels. Barber Angels, die werden wir nachher auch noch die Gang. Besuchen. Die Friseur-Gang. Die sehen richtig aus wie Hardcore-Rocker. Wir sind nachher die Verteiler, wir werden die Essen ausgeben. Wir sind die Unterhaltungswichtels. Wir werden alles, glaube ich, so ein bisschen machen, oder? So ein bisschen helfen, ein bisschen interviewen, ein bisschen einfach da sein. Ja, einfach da sein, ein bisschen und Spaß ein bisschen haben. Auf die Aktion aufmerksam machen, weil das finde ich echt am allerwichtigsten. Ey Leute, wir haben uns hochgearbeitet. Wir sind jetzt Service. Digga. Wir sind jetzt Service. Wir dürfen jetzt Teller austeilen und ich nur Unterhaltung. Weil du nicht lustig warst. Weil ich nicht lustig war. Wir gehen jetzt runter. Wir gehen jetzt mal die Treppen runter und gucken uns mal. Unten ist viel los. Unten ist viel los? Beim Friseur. Beim Friseur. So, bin jetzt wieder online. Hier ist die Gang. Ja. Servus. 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 Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Also ich finde das ja echt, also Respekt, was ihr macht. Ich finde das mega geil. Ja, wirklich jetzt. Ohne Dankeschön. Spaß. Deswegen. Also ich bin die Tina, die Barber Lady, Vizepräsidentin der Barber Angels Brotherhood. Ich bin der Freddy, Centurio Nord der Barber Angels Brotherhood. Barber Angels Brotherhood gibt es seit dem 27.11.2016. Wir haben in dem einen Jahr 20 Einsätze gefahren und haben weit über 2.500 Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir haben es ja auch gerade unten schon gesehen, wie da drei junge Frauen rausgekommen sind und einer hat echt angefangen zu weinen. Sie hat sich richtig bedankt. Es ist einfach wunderschön, diese kurzen Momente, die wir da zurückbekommen. Wir geben das, was wir können, und zwar wirklich einen schönen Haarschnitt und einfach ein Lächeln. Und ruckzuck kriegen wir so eine schöne warme Umarmung und ein tolles Lächeln wieder. Cool, ja, auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Haut rein und bleibt so, wie ihr seid. Danke. Ciao. Das sind alles Secondhand-Sachen, die gespendet werden. Ich glaube, die Leute können einfach hierher kommen und sich was aussuchen, oder? Ohne Jacke. Henning. Anne, guck mal hier. Sogar Bücher werden verschenkt. Miteinander kochen. Ist das nicht was für uns? Ja. Jetzt sind wir hier im Apollo-Optik-Stand, die hier auch Charity mitmachen. Und sehr viele, kleinen Moment, sehr viele Lesebrillen. Bin ich da richtig mit Lesebrillen? Ja, Lesebrillen kann man aber auch als Fernbrille manche nehmen. Ne? Die funktionieren als Fernbrille auch ganz gut. Das ist super, ne? Ey. Wahrscheinlich haben sie es längst gelesen und vielleicht schon erkannt. Manche sagen auch Hanna zu ihr, die anderen wissen, sie heißt nicht so, sie heißt eigentlich. Die andere Wünsche. Herzlich willkommen, liebe Anna, ganz kurz vor.
Tag und Nacht gesehen hat, der kennt ja Hanna. Dann hat sie ihren Freund mitgebracht. Ich weiß gar nicht, habt ihr euch in der Sendung kennengelernt? Nee, wir kannten uns schon vorher. Ja. Und die zwei, die machen einen Videoblog, also die filmen den ganzen Tag. Hallo! Jetzt musst du leider, entweder lässt du es an oder du drehst es gerade rum. Ja, was will ich? Wink du auch gerne mal in alle Richtungen? Hallo! Also wenn Sie sich mit denen fotografieren lassen, dann sind Sie eventuell auch auf einem Video mit im Internet. Ja, das müssten Sie dann auch noch wissen. Wollt ihr was sagen? Warum seid ihr heute mit dabei? Warum liegt euch so eine Veranstaltung am Herzen? Wir machen eigentlich schon sehr, sehr oft so etwas. Also wir sind einfach Leute, wir helfen gern. Eigentlich ist unsere Aufgabe, anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das machen wir heute. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich der Grund, weil ich finde, dass ich sagen kann. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß und natürlich ganz vielen Leuten noch ein größeres Grinsen als sie je schon auf den Gesichtern. Und ich freue mich sehr, dass sie Spaß haben. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause gleich. Wir verabschieden uns jetzt noch von Ralf, richtig, genau, dem Organisator. Den werden wir euch jetzt noch mal reingeben. Ich gehe wieder raus. Ralf, ich darf dich mal ja, wieder meinen hüpfen bitten. Ralf, ich muss raus. Komm her kurz, komm mal zu uns. Ja. Du bist ein bisschen höher. Du bist zufrieden mit deiner Veranstaltung? Ich bin total zufrieden. Ja? Wir haben 220 Gäste hier gehabt, tolle Künstler hier gehabt. Tolle Promis hier gehabt, muss man so sagen. Also herzlich willkommen nochmal kurz zu Deutsch hier. Hat mich total gefreut, euch beide kennenzulernen. Ihr seid großartig. Ich liebe euch. Und macht auf jeden Fall Kinder. Ich liebe Kinder. Wir haben schon. Ich habe schon drei Kinder. Ja. Wie geil ist das denn? Okay. Also ich werde auf jeden Fall euer Fan. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg nach Hause. Ich bin auch richtig platt gerade. Freue mich gerade. Freue mich auf die Kinder. Ich will zu meinen Kindern. Freue mich erstmal auf die Sitzheizung. So, wir sind jetzt da. Hallo! Smiley. Hallo! Macho! Macho! Mimi's Butt! Smiley! Hallo, Smiley! A Papa! A Mama! Hier nicht noch! Pizza gegessen. Juna! Man sieht deinen Schlüpfer, Anne. Hast du Spaß? Ist das schönste Geräusch? So, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns diesen aufregenden, anstrengenden Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao!